Heute Nacht um 1 Uhr wird sich hier zuerst zeigen, was die Herabstufung der USA von AAA auf AA+ für die Finanzmärkte bedeutet. Tokio startet als erster wichtiger Handelsplatz in die neue Börsenwoche. Und die wird turbulent werden. Für die Befürchtungen verantwortlich die Ratingagentur Standard & Poor's. Heute nahm das mächtige Unternehmen Stellung zu der Herabstufung. Die ganze politische Diskussion hat uns nur verdeutlicht, dass es etwas schwieriger geworden ist, das Verhalten der USA in finanzpolitischen Fragen vorherzusagen, verglichen mit einigen anderen Regierungen, die wir auch raten. Der Schuldenkompromiss, schlechte Konjunkturdaten und der enorme Einfluss von Ratingagenturen. Experten beschreiben die derzeitige Situation auf den Finanzmärkten als beunruhigend. Die schlechten Nachrichten sind alle verarbeitet, aber das Fundamentale regiert nicht allein die Märkte, sondern eben auch die Psyche der Anleger, und die ist mit Füßen getreten, insbesondere dann, wenn die Politik mit tausenderlei Zungen redet und man nicht genau absehen kann, wo soll es in Zukunft hingehen. Die G7-Finanzminister wollen heute angeblich noch eine Telefonkonferenz abhalten, um einen Börsencrash zu verhindern. Morgen wird man an den Kursen ablesen können, ob es etwas gebracht hat.